Hier ein kurzes Tutorial-Video zur neuen Anker MacGo Powerbank in der Version oder mit der Produktbezeichnung 633. Und der Vorgänger war eben hier diese Powerbank 622. Die gibt es hier auch in drei Farben zum Beispiel. Und ob man jetzt zum Beispiel oder was jetzt hier die maximale Anzahl ist an Geräten, die man mit dieser Powerbank eben laden kann. Und jetzt habe ich hier schon einmal eben ein iPad verbunden. Dann zusätzlich jetzt hier mal noch über USB-A auf einen USB-C-Kabel meine Beats Fit Pro Bluetooth-Kopfhörer. Die funktionieren auch. Also hier lädt es auch orange, leuchtet das Licht. Und jetzt hier mal noch schlussendlich quasi der Test, ob zum Beispiel auch noch ein iPhone geladen werden kann. Das habe ich jetzt hier mal angeschaut. Und ich filme jetzt hier gerade auf meinem iPhone eben. Von daher kann ich das jetzt leider hier nicht im konkreten Fall vorzeigen, beziehungsweise exemplarisch mit dem Video auch belegen. Also ihr müsst mir das einfach glauben, aber wenn ich hier quasi dieses iPhone auch noch auflege, lädt das iPhone auch noch. Das heißt, man kann mit dieser neuen 633 Powerbank von Anker eben auch drei Geräte gleichzeitig laden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr praktische Funktion und vor allem auch in der Hinsicht, weil diese Powerbank jetzt hier nicht nur 5000 mAh wie der Vorgänger eben hat, sondern eben jetzt sogar 10.000 mAh an Akkukapazität bietet. Also das hier war der Vorgänger und das hier ist jetzt das neuere Modell. Man sieht auch, das ist etwas größer. Das heißt, diese Powerbank ist jetzt relativ praktisch in Zukunft, wenn man da reist und so weiter. Und von daher kann ich das schon mal wahrscheinlich eher empfehlen. Wenn ihr Fragen dazu habt zu dieser Powerbank, stellt die gerne unten im Kommentarbereich. Und sonst soll das erstmal das Video gewesen sein. Ciao, ciao!